Hier. Bestimmtes Fenster, DOS-Box, zack. So. Da sind wir auch schon. So, ich mach mal die andere Musik hinten aus. So, letztes Spiel fortsetzen. So, okay. Ha, ist immer ein Träumchen. So. Machen wir ganz kurz mal so, dann sehe ich auch was. So, okay. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Ah, ich kann hier ans Ende der Karte springen. Das wusste ich gar nicht. Gut. Ja, da sind wir wieder bei Siedler 2. Ich muss... Y war das. Okay. So. Ist ein Weilchen her. Ich dachte, ich springe mal direkt aufs Spiel einfach. Mama Lauda, ja, definitiv. Das war etwas laut, aber gut. Das gehört dazu. So, und nochmal herzlich willkommen alle, auch in Richtung YouTube. Hallo und willkommen zu Die Siedler 2. Es ist. Der letzte Stream ist jetzt tatsächlich über eine Woche her. Genau, es ist 2 Wochen sogar schon her. Und ich muss gerade mal ganz kurz ein ganz kleines wenig reinkommen. Ich hatte in der letzten Session das hier eingenommen. Warum hier 2 Schützen drin sind, habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß, wir hatten hier, genau, hier hatten wir den Meistergeneral, der sich hier einfach festgebackt hat und einfach keine Lust mehr hat mitzuspielen. Hier haben wir noch ein bisschen Gold da oben. Weg haben wir hier. Genau, und wir wollten theoretisch uns etwas am Schwarzen hier rächen. Brauchen dafür aber etwas mehr Gold. Ich muss erstmal ganz kurz mir einen kleinen Überblick verschaffen. Ist tatsächlich Siedler 2, ist aber schon 3 oder 4 Wochen her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Kohle gefunden. Ja, ich erinnere mich, da war was. Kohle hatten wir nämlich kaum, beziehungsweise das war hier unten irgendwo. Irgendwo. Ach, wir hatten gar kein Kohlebergwerk mehr. Hatten wir echt kein Kohlebergwerk mehr? Interessant. Habe ich tatsächlich vergessen, muss ich sagen. Ja, dann müssen wir mal gucken. Also, ach, das haben wir auch eingenommen hier. Das ist ja toll. Okay, also, ich würde sagen, wir... Schauen wir mal ganz kurz. Landgröße. Wir haben bei weitem das größte Land momentan. Das heißt, wir können da ordentlich was machen. Militärmacht. Oh, ist ein bisschen nach unten gegangen. Die Schweine nerven mich. Militärmacht ist etwas gesunken, aber auch beim Schwarzen gesunken. Und Gold ist beim Schwarzen so ein bisschen stagniert. Liegt aber vermutlich daran, weil er in seinen ganzen Gebäuden schon Generäle und so weiter drin hat und die nicht weiter ausbilden kann. Wir hingegen dann schon. So, ich würde jetzt mal versuchen, tatsächlich im Laufe dieser Runde... Ah, hier, produziert er Gold. Ach nee, ich hatte ja... Ich hatte ihm ja die Goldbergwerke platt gemacht. Stimmt, da war ja was. Ich hatte ihm ja die ganze Goldproduktion gekillt. Stimmt, ich erinnere mich, da war etwas. Okay. Also, theoretisch, was wir machen müssen. Wir müssten erstmal wieder genügend Kohle liefern, damit unsere Bergwerke auch, unsere ganzen Produktionsstätten hier wieder arbeiten können. So, hier haben wir ganz erfolgreich nix. Es hat sich gelohnt, den Berg hier einzunehmen. Wir haben tatsächlich ein kleines logistisches Problem mit Kohle. Er hat hier oben noch ein bisschen Kohle.
Das Problem ist bloß ein bisschen, ich muss jetzt zwei Sachen machen. Ich muss zum einen aufpassen, dass wenn die hier rauslaufen, sich hier nicht festbacken an dem hier. Das kann nämlich durchaus passieren. Und das andere ist tatsächlich, ich müsste den Gelben mal platt machen. Und dann Richtung dem Schwarzen dann gehen. So, und Jeremy, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Ach ja, so, hier kommen die Goldmünzen rein. Ich mache jetzt Folgendes, ich mache mal hier den Speedbooster dann doch an. Weil das wird jetzt ein bisschen dauern. Also wir haben nirgendwo mehr Kohle. Das haben wir tatsächlich nicht. Das heißt... Also das Einzige, was wir halt wirklich noch an Kohle... Achso. Das Einzige, was wir an Kohle momentan noch haben, ist wirklich hier oben. Das ist das Bergwerk hier und das hier noch. Wobei, das ist auch schon, produziert auch schon nichts mehr. Das können wir wegreißen. Jetzt müssen wir hoffen, dass hier noch irgendwo Kohle ist. Das ist nämlich tatsächlich jetzt ein Problem, was wir haben. Weil ohne Kohle gibt es natürlich keine Münzen, keine Soldaten mehr, nichts. Und jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass hier noch ein bisschen Kohle ist, aber dieser ganze Berg hier ist auch komplett abgegrast. Wir könnten hier noch schauen. Also der schwierigste Gegner momentan ist eigentlich noch der Schwarze. Das ist der hier, er hier ist der einzige schwierige Gegner, den wir tatsächlich noch vor uns haben. Alle anderen sind relativ einfach, sag ich mal. Der Gelbe ist eigentlich schon besiegt, den müssen wir bloß noch gar wegdrängen. Der Grüne hat auch kaum noch Truppen. Ein bisschen was würde er vermutlich noch so nach und nach hochziehen können, aber insgesamt ist er auch keine große Gefahr mehr. Den können wir noch eindämmen. Und ansonsten haben wir noch den Schwarzen. Der Schwarze ist der, der am meisten Gefahr bedeutet. Und jetzt sowas wie der Orangene oder der Rote, die sollten gar keine Gefahr, gar keine Gefahr von ausgehen, weil die kein Gold haben. Die sind nur für solche Gebäude hier, sind die kritisch. Ansonsten kriegen wir das eigentlich ganz gut hin. Beziehungsweise sollten wir ganz gut hinkriegen. Wir können hier oben noch ein Kohlebergwerk hinbauen. Zack. Was haben wir hier noch? Kohle gefunden. Okay, geil. Es gibt noch ein bisschen Kohle hier. Jetzt bin ich gerade überlegen. Wir haben hier Kohle gefunden. Okay, und wo war das andere? Er hat zweimal ausgeschlagen mit Kohle. Also ein bisschen was gibt's auf jeden Fall noch. Warte mal, kann ich hier mal... Ich mache hier mal eine Baracke hin. So. Weil dann krieg ich hier nämlich von dem Gebäude... Hier, dieses kleine Gebiet hier noch. Da könnte vielleicht noch etwas Kohle dabei sein. Jetzt bin ich so schnell rumgeklickt. Aber ich habe nur zwei... Oh nein. Ja, das Fiese ist mit dieser blöden Baracke hier. Toll. Das würde er vermutlich einreißen hier. Okay. Er greift mit normalen Schützen aber an. Warum denn das? Hat wohl offensichtlich nicht mehr so viel Gold. Ich mache die Pause jetzt mal, also den Schnelllauf mache ich jetzt mal weg einfach.
So, der wird jetzt einfach reinmarschieren, ne? Ach nee, geil. Das war knapp. Das war echt knapp, muss ich sagen. Weil den anderen zum Glück relativ fix kaputt gemacht hat. Dann konnte der General den anderen noch angreifen. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Sonst hätte er die Baracke eingenommen. Was jetzt theoretisch nicht so schlimm wäre, weil wir nicht so viel Gebiet verlieren würden. Ich hoffe jetzt bloß. Wir haben, glaube ich, keine. Wir haben keine Generäle mehr übrig. Okay, Goldbergwerk verbraucht. Das ist blöd. Ich muss bloß aufpassen, weil. Also er hat auch keine Steine mehr. Das heißt, er kann eigentlich auch nichts mehr weiter ausbauen. Was ganz gut ist. Das heißt, wir sind da noch ein bisschen. Wir sind eigentlich mit allem ganz gut bedient, bis auf Kohle. Was die anderen alles an normalen Sachen noch haben, an normalen. An Ressourcen haben, wie Kohle, Gold, Eisen und so weiter und so fort. Das fehlt uns. Zumindest im Kohlebereich. Der Rest, den kriegen wir auch so hin. So, hier ist noch Kohle, das passt. Hier haben wir auch noch Kohle. Da könnten wir hier mal den Weg abreißen und das Ding jetzt hier wegreißen. Dann können wir hier noch ein Kohlebergwerk hinbauen. Daran sieht man übrigens gerade, wie verzweifelt ich bin. Das ist so der Punkt, wo man weiß, jetzt ist man verzweifelt, wenn man Wege abreißt, dass man noch an das letzte Quäntchen Kohle kommt. So. Und jetzt? So, wir können wieder den Speed hier hoch machen. Jetzt kommen wieder keine Soldaten hoch wahrscheinlich, ne? Also Eisenbergwerke sind voll. Es fehlen halt die Soldaten da oben. Weil momentan hat die jetzt total leichtes Spiel. Wenn er jetzt hier nochmal angreift, dann kann ich hier einfach reinmarschieren, das Gebäude. Und dann gehört es ihm halt einfach. Das würde ich eigentlich sehr gerne vermeiden wollen. Oh, Kohle gefunden. Geil. Gleich ein Kohlebergwerk hinbauen. Es läuft wirklich doch, da läuft ein Soldätchen hoch. Natürlich aber auch nur eines, klar. Hat er ein Soldatenproblem? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er genügend Soldaten hat, also oder ob er auch ein Soldatenproblem hat. Das kann ich gar nicht sagen tatsächlich. Passen wir mal auf Folgendes eben. Spiel speichern. Fupp, nehmen wir mal hier unten. Zack. Und dann greifen wir mit 6 Leuten an. Ja, er nimmt die Schützen da unten. Das ist nicht so toll. So, hier ist ein Schütze jetzt drin, das passt. Hier ist nur noch ein normaler Schütze jetzt drin. Das ist total toll. Aber schau mal. Hat er noch. Ne, er hat auch nur noch Schützen, ne? Das ist total interessant. Also mit diesen normalen Soldaten jetzt angreifen, ist halt mega bescheuert eigentlich. Weil das ist immer so ein riesen Verlustgeschäft dann, weil du musst halt hoffen, dass das halt hinhaut am Ende. Und mit den Generälen ist es halt schöner. Aber da ich gerade ein kleines Kohleproblem habe, kann ich damit nicht so ganzheitlich dienen. Und jetzt muss ich hoffen, dass die gute Arbeit leisten hier. Oh, natürlich, jetzt kommen die Generäle aus den anderen Gebäuden raus, ist klar. Ist logisch.
So, ich zoome mal rein. So, dann kriegen wir den Platz. Wir brauchen echt Kohle. Ich hoffe, dass wir hier dieses Kohledingens hier noch kriegen. Das wäre total toll. So, Gebäude haben wir. Geil. So, rein mit dir, lieber Schütze. Du gehst auch rein. Zack. Und vielleicht töten wir noch einen General von ihm. Das wäre total toll. So. Feindliches Gebäude eingenommen. Jawohl. Natürlich, den General gönnt er uns natürlich nicht. So. Aber wir haben das zumindest schon mal hier. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und er baut hier wieder ein Goldbergwerk hin. Das ist total toll. Das liebe ich sehr. Spiel speichern. Gehen wir mal hier hin. Zack. Und dann greifen wir gleich hier mit einem an. Einfach, dass hier noch ein General drin ist. Ach, da ist ein General drin. Ist blöd. Natürlich greift er jetzt an, ist klar. Ich will das aber nicht abreißen, ehrlich gesagt. Ich lasse das mal so. Tut mir persönlich nicht weh. So, aber ich glaube, das kriegen wir hier nicht, ne? Also den General werden wir nicht platt kriegen wahrscheinlich. Das Problem ist nämlich, ich würde gerne verhindern, dass er die Goldmine hier baut. Das ist nämlich der Grund, warum ich das überhaupt angreife. So. Aber wir stellen uns, glaube ich, recht dämlich an. Na komm. Ich wette, der letzte ist ein Schlag noch, der wahrscheinlich noch fehlt. Ja, toll. Das war's. Danke für nichts. Es ist ein Traum. Ich hasse sowas, echt. So, da sind zwei Schützen drin, das finde ich gut. Hier sind vier Generäle drin, das ist auch gut. Kohle läuft so halb gerade. Das kriegen wir hoffentlich hin. Haben wir wieder einen Speedbooster an. So, was haben wir hier? Militärgebäude besetzt. Geil, das heißt, gibt es hier noch Kohle, die wir einsammeln können? Das wäre total toll. So. Hey, hey, Cooper, grüß dich. Hallo, schön, dass du da bist. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Wo greifen die denn an? Wo greifen die denn an? Ach, jetzt laufen sie langsam raus hier. Das ist ja toll. Das ist ja bescheuert. Das Tolle ist jetzt, wenn der dahin läuft. Okay, passt. Ich dachte schon, er verliert jetzt die Goldmünze. Das wäre nämlich total fies gewesen. Was? Oh Mann, ey, du musst endlich dieses Darwin Project Add-on hier in Twitch deaktivieren. Jetzt poppt auch noch über dein Videofenster ein Riesenpop-up dazu auf, wo es eine nach Berechtigungen fragt. Aha. Ja, aber das kannst du doch deaktivieren einfach. Beziehungsweise kannst du einfach ausblenden, oder? Wir werden angegriffen! Naja. Natürlich kommt jetzt der Bug zum Einsatz, dass... Ach komm, da kann ich es gleich abreißen, da komme ich eh nicht mehr hin. Kann ich es auch gleich abreißen, dass... bringt mir so leider gar nichts, weil wenn er das hier einnimmt, dann hat er es gleich wieder und so kann ich wenigstens noch ein bisschen hier das steuern. Aber der geht mir echt ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen.
Ich reiß das gleich mir ab. Ich spare mir den Soldaten, weil das bringt mir nichts. Den verliere ich nämlich. Das Problem ist, ich frage mich zum Beispiel, ob die in diese Festung hier keine weiteren Truppen reinziehen. Aber gut. Das Problem ist so ein bisschen auch gerade, dass ich nicht weiß, was ich eigentlich jetzt am sinnvollsten machen soll. Ich muss eigentlich jetzt erstmal warten, bis meine Produktion wieder ein bisschen nach oben geht, weil mir momentan echt so ein bisschen die Generäle ausgehen. Und ich möchte jetzt ungern, wie jetzt gerade eben, habe ich mit 4 Schützen angegriffen. Das ist halt tödlich. Ist das eigentlich immer noch das erste Match, das du gestartet hast? Ja, es ist immer noch die allererste Runde. Man mag es kaum glauben, aber diese Runden gehen ganz schön lange. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon dran spiele. Also man kann sich nicht beschweren, dass diese Runden kurzweilig werden oder sehr kurz werden.